so. Hackert der Brasiererei, das ist doch auf jedes Fall. Ich komm ja schon. Jetzt sei doch mal still, ich bin ja schon da. Goschni, Bildung gehört in Stadt und nicht aufs Land. Was, das ist eine Gemeinschaftsschule? Eine Gemeinschaftsschule ist eine Schule, wo alle Kinder zusammen in die Schule gehen. Also Sonderschüler, Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten. Und da blieben sie zusammen in der Schule, bis sie keinen Bock mehr hatten. Ja? Ja? Nur, eigentlich ist nichts anderes wie die Altvolksschule, gell? Nur mit ganz neuen Lernmethoden. Keine Zeugnis, keine Note, keine Hausaufgabe, keine. Doch Lehrer braucht's noch. Ja, der Lehrer steht nicht mehr vorne nach, als Alleinunterhalter. Nein, der Lehrer steht im Eck. Als stiller Beobachter steht der Lehrer jetzt im Eck und schaut den Kindern ganz zum Morgen zu. Früher stand der Scherer noch im Eck. Alle 45 Minuten wurden die noch geweckt. Ja, das wären noch Lernmethoden. Folter durch Schlafentzug. Du kannst nicht einmal mit Huckeln bleiben. In der neuen Schule. Herr, wie willst du denn noch unterscheiden zwischen einem gescheiten Depp und einem dummen Depp? Wobei die dummen Deppen oft gescheiter sind wie die gescheiten Deppen. Nämlich ein dummer Depp, der weiß, hä, im Notfall gibt's halt mal ein Päckling. Buchstaben zu viel. Und die löffelt der dumme Depp dann aus. Der gescheite Depp versucht mit den vorgegebenen Nudeln seinen Namen zu schreiben. Jedes Jahr verhungern in der Deutschland zig Elite-Schüler. Was geht uns in der Schule? So schrennst kopflos rum wie das Huhn. So ist halt auf dem Bauerndorf, so ist halt auf dem Dorf. So ist halt auf dem Bauerndorf, so ist halt auf dem Dorf. Wie ist's bald auf dem Bauerndorf? Wie ist's bald auf dem Dorf? Kein Lehrer und kein Metzger, die kleinen Bauern verrecken. Dann wächst halt im Schwarzwald halt mal ein Teil zu. Bildung und Betreuung sind wichtiger als die Frage, ob es einen Bauern noch mehr oder weniger gibt. Originalzitat von unserem Finanzminister Nils Schmidt. Ich sag's euch, mit dem müsste ich mal eine Jähnli rupfen. So ist halt auf dem Bauerndorf, so ist halt auf dem Dorf, so ist halt auf dem Bauerndorf, so ist, wenn man nichts macht, bald auf dem Dorf. Ja, erst mit den Touristen, mit den Luftschnappern, war der Wälder gezwungen, in ganzen Sätzen zu sprechen. Der erste überlieferte Satz, was ein Wälder zu einem Luftschnapper gesagt hat, war Babit. Also, auf Hochdeutsch, was willst du jetzt hier? Ja. Später kamen andere Sätze dazu, wie zum Beispiel Gitzit, Hämmerit, verschwind! Wie kann man sich bloß wegen dem kleinen Geld so an die Fremde nahe werfen? Liebe Lid, liebe Ausländer, schön, dass Sie da sind. Bei uns können Sie sich auf die Fuhlhut legen, wir tragen Ihnen gerne allen an der Arsch nach. Welcome from the people from the all over the world in the Black Forest area. Wenn Sie sich wenigstens nur nahelegen, denn nein, Sie müssen aktiv Urlaub machen. Jetzt im Winter, im größten Sturm, machen Sie auf dem Feldberg ab, oben Snowkiting. Mhm. Und wenn sie nicht leiden, den sie Schnee schon laufen, im Kreis der Wind und Wetter, wenn es schneit, hauen die ab und verscheichen das ganze Wild. Seit neuestem gibt's auch
Bungee-Jumping von der Ravennabrück auf der Weihnachtsmärkte. Und das sogar an der Hosenträger. Wer zuerst mit dem Kopf in die Glühweinlinie hätte, hätte gewonnen. Ja, für die Sportmuffel hätten wir auch noch eine Alternative. Das badische Pilzsiedli. Genießen Sie die kleinen, schleimigen, klotzigen Bierli. Wir bereiten sie Ihnen gerne zu. Ein ganz himmlisches Vergnügen, auch die Kirschwassertage. Saufen, bis man blau wird. Eine ganz entspannte Variante ins Jenseits. Mit ein bisschen Glück bleiben Sie für immer da, wo andere nur Urlaub machen. In der Black Forest Area. Kommen Sie zur Ruhe. Zum Beispiel auch beim Pilzsuchen. Ganz ohne Pilzbuch. Das verschafft Ihnen den Kick. Oder als Schlechtwettervariante. Suchen Sie Ihren Pilz im Wellnessbereich. Dann juckt's wenigstens überall. Passt. Für Liter Milch kriegt er 30 Cent. Das ist gewiss die Milchbursient. Lang ist er gegen den Strom geschwommen. Jetzt hat er genug, jetzt ist gut, er nimmt seinen Hut. Blare kennt er, doch seht kein Zweck. Frauen, Kinder, alle sind schon weg. Molche wird hit die letzte Kuh, dann hat der Bauer auch am Obermoll sie Ruhe. So, das war's, er ist am Ende. Schön was nicht, wer hätte es auch denkt, dass der Bauer seinen Hof an den Nagel hängt. Wegen der billigen Milch, wer hätte es auch denkt. Man sieht den Bauer im Schlepper den Berg hochfahren. Was macht er im Wald, hört man den Nachbar sagen. Am Todenbaum sieht man den Bauer nun wankeln. Wegen der billigen Milch muss er nämlich strampeln. So, das war's, ich bin am Ende. Schön was nicht, wer hätte Sau denkt, dass er sich und seinen Hof an den Nagel hängt. Wegen der billigen Milch, wer hätte Sau denkt. Die Erhaltung von altem Kulturgut ist mir sehr wichtig und auch der Musik. Deshalb gehen wir von der Musik von Hof zu Hof und suchen all die Stickli. Musikstücke, die nicht mehr gespielt wären und auch nicht mehr gesungen wären. Das Bärbeli rennt von Hof zu Hof und letztens ist ich bis Pfutzbure wirklich fündig geworden. Das werde ich jetzt eigentlich singen. Vom Bärbeli ist jetzt bis Pfutzbure im Hirnerschrank gefunden, in dem Topf innen, handschriftliche Aufzeichnungen. Mein Rosal kann's Wasser nicht palten, denn ein Fehler hat sie doch schon. Sie kann halt ihr Wasser nicht palten, drum bieselt's mi alleweil um. Sie kann halt ihr Wasser nicht palten, drum bieselt's mi alleweil um. Ich weiß mir nicht helfen, nicht raten. Ich weiß nimmer aus und noch ein. Kaum leg ich mich nein zu meinem Rosal, doch bieselt's ins Bett wieder nein. Kaum leg ich mich nein zu meinem Rosal, doch bieselt's ins Bett wieder nein. Ich such mir ein trockenes Haderl. Haderl ist ein anderes Wort für Seichblitz. Oder Lumpe. Ich such mir einen trockenen Lumpen, da putz ich mich nachher dran hin. Schon krieg ich die Fies voller Bladern vom Rosaln ihrem scharfen Urin. Schon krieg ich die Fies voller Bladern vom Rosaln ihrem scharfen Urin. Geht's nun? Eistrophe jetzt nun.
und kann mir der Lumpen nicht helfen, dann weiß ich schon, was ich dann tue. Nur leg ich mich nein zu meinem Rosal und stopf ihr den Wasserfall zu. Das habe ich gedacht, da sei ich das gefallen.